Es gibt unfassbar gruselige Neuigkeiten von dem ehemaligen Geheimdienstmitarbeiter David Grush. Denn er hat jetzt in einem besonderen exklusiven Interview die letzten Geheimnisse mitgeteilt, die er so noch nennen darf. Die letzten Dinge, wo er noch die Erlaubnis hat, sie entweder offen zu sagen oder zumindest anzudeuten. Und bei diesem Interview hat er einige wirklich gruselige Dinge gesagt, die wir zuvor noch nicht wussten und die es für viele Leute noch wahrscheinlicher machen, dass Außerirdische, dass UFOs tatsächlich echt sind und hier auf der Erde derzeit in Gewahrsam genommen wurden, beziehungsweise dass überall auf der Welt in unterschiedlichsten Ländern außerirdische Materialien derzeit aufbewahrt werden. Was hier jetzt also wirklich passiert ist und was David Grush noch alles gesagt hat, möchte ich euch in diesem Video einmal erklären. Zunächst einmal ganz, ganz kurz für die Leute, die es immer noch nicht wissen. Wer ist David Grush? David Grush ist ein ehemaliger Geheimdienstmitarbeiter der USA. Und er hatte eben, nachdem er seinen Dienst quittiert hatte, öffentlich ausgesagt vor eben der amerikanischen Politik, vor eben den Politikern, dass Außerirdische existieren, dass er ganz genau Bescheid weiß bzw. Beweise gesehen hat, dass Außerirdische nicht nur im Weltall existieren, sondern dass es in der Vergangenheit hier auf der Erde immer wieder zu Vorfällen kam, wo Außerirdische abgestürzt sind und deren besondere Raumschiffe bzw. auch deren Piloten in Gewahrsam genommen wurden. Grush sagte damals, dass außerirdisches Material und außerirdische Raumschiffe derzeit so zum Beispiel von den Amerikanern aufbewahrt werden. Seine Aussage war damals also vor dem Kongress gewesen, Außerirdische existieren zu 100%. Und diese Aussagen hatte er jetzt eben in einem Interview mit Joe Rogan, einem der weltbekanntesten Podcaster, noch einmal verdeutlicht. Denn dort war er eingeladen, um noch weiter über die Dinge zu reden, die er damals in seiner Zeit als Geheimdienstmitarbeiter mit angesehen hatte. Und das hat er dann auch getan. Ich möchte euch einmal die gruseligsten und seltsamsten Dinge nennen, die Grush in seinem Interview erwähnte. So erwähnte Grush zum Beispiel einmal den frühesten Vorfall, über den er reden darf, beziehungsweise über den er ein paar Informationen preisgeben darf. Denn er sagte, dass Außerirdische die Erde schon seit Tausenden von Jahren besuchen, dass eben unterschiedlichste Politiker Beweise haben, dass Raumschiffe bzw. Aliens schon seit Jahrtausenden auf der Erde gewesen sind und immer wieder vorbeikamen bzw. auch immer wieder mal abstürzten. Der früheste Fall, wo es allerdings zu so einem Absturz kam, war 1933 gewesen in der Lombardei in Italien hier in Europa. Damals war nämlich ein UFO abgestürzt und die italienische Regierung ist sofort dahin geeilt, um sich die Absturzstelle anzugucken. Als sie dann aber dort gewesen sind, sahen sie etwas, das sie sich überhaupt nicht erklären konnten. Dort war eben ein Fluggerät, eine typische Untertasse, so wie wir es kennen, die allerdings nicht so aussah wie die Flugzeuge zur damaligen Zeit. Sie konnten damals nicht verstehen, was das für eine Erfindung, für ein Objekt war, was dort niedergegangen ist. Und weil sie keine Ahnung hatten, was das war, heißt es, dass Mussolini selbst bei Hitler anrief und ihn fragte, ob das irgendetwas von Deutschland ist. Ob das irgendeine Geheimwaffe ist, die eben aus Deutschland stammte. Laut David Grush waren damals unterschiedlichste Mitglieder der deutschen Regierung oder eben von deutschen Organen dorthin gefahren, um sich dieses Objekt anzusehen. Als sie dann aber dort angekommen waren, bemerkten sie schnell, dass das kein normales Flugobjekt war. David Grush selbst sagte, dass damals die Verantwortlichen von Deutschland sagten, dass dies nichts von ihnen ist, also keine Experimente von ihnen, keine Erfindung von ihnen, aber sie sehr gerne mit daran arbeiten würden, um herauszufinden, was sie dort gerade vor sich haben. Damals soll also ein UFO abgestürzt sein in Italien und die Teile des UFOs wurden dann nach Deutschland gebracht und beziehungsweise teilweise auch nach Italien, um sie genauer zu untersuchen. Was mit diesem UFO damals passierte, kann ich allerdings nicht sagen. Wenn ich das Interview richtig verstanden habe, dann klingt es so, als könnte dieses UFO bis heute immer noch im Besitz von Deutschland sein, sprich, dass dieses UFO weiterhin hier irgendwo gelagert wird. Es könnte aber auch sein, dass das UFO zerstört wurde bzw. an die USA abgegeben wurde, irgendwann nach dem Krieg. Dies wäre alles möglich. Des Weiteren sagte David Grush so zum Beispiel, dass es ein Projekt gegeben hatte, wo man eben versuchte, die Technologie zurückzuentwickeln.
Dies war eine Aussage, die auch zum Beispiel Bob Lazar, ein angeblich ehemaliger Mitarbeiter der Area 51, auch getätigt hatte. Lazar hatte damals auch gesagt, dass er beteiligt war an der Rückentwicklung von Alien-Technologien. Sprich, man hat ein hochentwickeltes Raumschiff und anhand von diesem hochentwickelten Raumschiff versucht man rückwirkend herauszufinden, wie es denn funktioniert, um es nachzubilden. David Grush sagte, dass auch er eindeutige Beweise dafür hat, dass eben diese Rückentwicklungstests stattgefunden haben bzw. bis heute immer noch stattfinden. Sprich, dass bis heute an diesen Raumschiffen immer noch geforscht wird und dass bis heute immer noch versucht wird, sie nachzubilden. Eine weitere Sache, die er dann auch noch aussagte, war, dass es unterschiedlichste Spezies von Außerirdischen gibt, die uns schon besucht haben. Eine seiner Aussagen lässt sich nämlich so deuten, dass aus dem Weltall nicht eine Zivilisation uns immer und immer wieder besucht hat, eine Alienart, sondern dass es unterschiedlichste Alienarten gewesen sind, die immer wieder zur Erde kamen. Sprich, höchstwahrscheinlich Außerirdische, die untereinander verbunden waren, die untereinander in Kontakt standen und abwechselnd auf die Erde kamen, um unseren Fortschritt zu untersuchen, um uns zu untersuchen, um zu gucken, was hier so vor sich geht. Auch dies ist etwas, was er zuvor noch nicht mitgeteilt hatte, aber jetzt in diesem Interview mit Joe Rogan einfach mal so veröffentlichte. Auch sagte er, dass eben die Amerikaner alleine im Besitz von einer hohen zweistelligen Zahl an Raumschiffen sind. Sprich, irgendwo in den zum Beispiel 50ern, 60ern, 70ern ist die Anzahl an Raumschiffen, die auf der Erde niedergegangen sind und die derzeit im Besitz der Amerikaner sind. Die Amerikaner haben also nicht nur ein oder zwei Raumschiffe, sondern gleich wirklich mehrere Dutzende bei sich lagernd. Auch das ist etwas, wo er jetzt ausgeführt hat, was er in der Vergangenheit eher vage gehalten hat, weil er nicht so offen über diese Dinge reden darf. Allgemein muss man eine Sache klar erwähnen, auch in diesem Interview mit Joe Rogan jetzt hält er sich bei manchen Fragen deutlich zurück. Denn er darf gewisse Dinge nicht bekannt geben. Er sagt eben, dass er versucht zu erfahren, was er alles sagen darf und was nicht, und die Dinge, die er sagen darf, gibt er so auch schon bekannt oder er macht zumindest Andeutungen so weit, wie er darf, damit man daraus schließen kann, was er eigentlich sagen will. So hat er zum Beispiel eine sehr große Andeutung gemacht bzw. eine sehr große Sache gesagt, die das Ganze, was er sagt, bestätigen soll. Und zwar sagte er, dass er eben damals sich mit einer sehr hohen Person der amerikanischen Politik getroffen hat. Einem ehemaligen Präsidenten, der bis vor kurzem immer noch im Amt gewesen ist. Dieser Präsident hat ihm damals eben persönlich erzählt, dass Raumschiffe, das Außerirdische, tatsächlich existieren, dass UFOs tatsächlich echt sind und dass die Amerikaner, aber auch andere Nationen auf der Welt, im Besitz von Raumschiffen sind. So zum Beispiel oder höchstwahrscheinlich auch Deutschland zumindest früher. Anhand dieser Aussagen von eben David Grush haben viele daraus geschlossen, dass er Obama gemeint hat. David Grush war nicht in so einem direkten Verhältnis zu Donald Trump und deswegen der Präsident, der bis vor kurzem noch im Amt gewesen ist, ist höchstwahrscheinlich eher Obama. Das bedeutet also, Grush hat hier eine Aussage getroffen, soweit wie er sie treffen durfte, dass er ein Meeting mit dem Präsidenten, mit Barack Obama gehabt hat und dieser diese Theorien zu UFOs und Außerirdischen tatsächlich bestätigte. Obama selbst sagte einmal in einem Interview, dass es Dinge über UFOs gibt, die er gerne erzählen würde, die er aber bis heute nicht erzählen darf, beziehungsweise wo er eben rechtlich gebunden ist, dass er auf keinen Fall darüber sprechen darf. Viele Leute dachten damals, dass Obama das Ganze als Witz meinte, während nun Leute eine andere Meinung vertreten. Mittlerweile glauben sehr, sehr viele, dass eben Obama tatsächlich gerne über die Existenz von UFOs reden möchte, aber dies nicht darf, weil er ansonsten in großer Gefahr ist, beziehungsweise ihm dies von den Geheimdiensten vorgeschrieben wird, dass er einfach nichts dazu sagen darf. Wenn dies der Fall sein sollte, dann ergibt es Sinn, warum Obama sich damals David Grush als Geheimdienstmitarbeiter anvertraut hatte und mit ihm über diese streng geheimen Dinge sprach. Dies sind also die großen Punkte, die jetzt in diesem Interview bekannt gegeben wurden. Es gibt mehrere außerirdische Spezies, die uns hier auf der Erde besuchen. Wir haben unterschiedlichste und Dutzende von Raumschiffen hier und es gab einen Absturz in Europa, der teilweise in Italien und teilweise in Deutschland damals bearbeitet wurde. Das gesamte Interview ist noch viel, viel länger und es gibt noch viel, viel mehr Informationen, die David Grush bekannt gibt. Und wenn ihr noch mehr Dinge wissen wollt zu den Dingen, die er sagt, dann schreibt das sehr gerne in die Kommentare und ich erwähne alles, was er noch so gesagt hat.
Eine weitere interessante Meldung, die ich aber hier noch machen möchte, ist, dass eben ein weiterer Geheimdienstmitarbeiter, der in Amerika für UFOs jetzt zuständig ist, nun angekündigt hat, dass er seinen Dienst quittiert, dass er nicht mehr arbeiten will dort, dass er eben von seinem Dienst als Chef dieser UFO-Behörde zurücktritt. Aber zu seinem Rücktritt wollte er noch eine Sache ganz klar sagen. Und diese Sache war gewesen, dass es eben definitiv so ist, dass diese Raumschiffe, die wir sehen, entweder von einem anderen Land stammen, zum Beispiel von Russland oder so, oder eben echte Außerirdische sind. Sprich, dass es keine anderen logischen Erklärungen für die seltsamen Phänomene gibt, die derzeit am Himmel beobachtet werden. Und er selbst, der Chef dieser Behörde, sagte, dass er eher vermutet, dass wir es mit außerirdischen Raumschiffen zu tun haben und nicht mit Technologien anderer Länder. Ich denke, das ist ein guter Punkt, um das Ganze jetzt erstmal hierbei zu belassen. Wie gesagt, wenn ihr noch mehr Informationen wollt aus diesem Interview von David Grusch, dann schreibt das gerne in die Kommentare und ich gucke mir das Ganze genauer an. Wir sehen uns auf jeden Fall hoffentlich beim nächsten, was auch immer ich mache. Bis dann aber, tschüss.